Willkommen zur Gruselgeschichte. Wir sind hier, haben einen Kamin. Ja, das ist ein echter Kamin. Nein, das sind nur Kerzen. Okay, wir haben keinen Kamin. Also ich habe keinen, aber wir haben Kerzen. Und das ist schön. Das ist Stimmung. Und wir erzählen heute eine Gruselgeschichte. Das ist Stimmung. Da ist der Kev. Hallo. Red mal lauter. Hallo. Da ist Adi. Man sieht euch vielleicht nicht, weil es dunkel ist. Hallo! Da ist Dena. Und da ist Tadel. Hallo, mich sieht man richtig gut wegen dem. Ja, zeig mal, wie sieht man mich? Ja, Pech, jetzt zu spät. Oh, bitte! So. Oh, bitte! Und heute erzählen wir eine Gruselgeschichte. Ich kann mich einmal im Spiegel sehen, gut gedreht. Nein. Oh, einmal! Nein. Oh, ist doch scheiße. Nein. Nein, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, Dena. Okay. Jetzt ist Schluss. Dena, benimm dich. Benimm dich, Dena. Ja, wirklich. Okay, also. Könnt ihr jetzt einfach eure Beine still lassen, ihr behinderten Missgeburten? So, okay. Ich fürchte mich gar nicht. Okay, pass auf, ich erzähle jetzt eine Geschichte, eine große Geschichte, aber eine wahre Begebenheit. Es geht um ein Kindermädchen aus Holland, die bei der Familie übernachten sollte, weil die Eltern nachts in so ein schickes Restaurant gegangen sind und dann beziehungsweise so ein Wochenende sich nehmen wollten, um halt ins Hotel und so ein Kram. Die Eltern haben jetzt ihr Kind da und wollten dann nochmal schön Zeit für sich haben, ne? Kennt man ja. So. Dann, war die Babysitterin allein zu Hause zum ersten Mal, alleine bei denen. Und das war eine ziemlich reiche Familie. Und die hatten ziemlich viel Spielsachen und alles, was das kleine Kind so brauchte und gewollte. Und das Kind war halt noch so klein, dass es auch in der Wiege lag. Also es lag noch... Was für Spielzeug hat man alles in der Wiege? Ja, man hat schon Spielzeug für später, hatten die schon alles. Puppen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall lag das Kind auch in diesem Krabbelgitter-Ding. Es war noch kein Kind, was so rumläuft. So, und dann die... Hatte das keine Geschwister? Nee, Einzelkind. So, und dann... Aber krabbeln konnte es, oder? Ja, krabbeln konnte es. Oh, Leute, so schnell keine dummen Fragen. So, auf jeden Fall... war das Mädchen dann den Abend halt da, es wurde dunkler und die Eltern sind halt gefahren und hat dann gesagt, ja, kommst du klar alleine? Ja, ja, ich komm klar. Die Eltern fahren dann weg zu ihrem Urlaub, ja. Aber kann das schon sprechen, aber nur, noch nicht gegen... Nein, die kann auch gar nichts, kann gar nichts, es ist ein missgewilltes Geschöpf. Das Kindermädchen. Hat den Eltern gesprochen. Ich hab geschlafen. So, und dann hat das Kindermädchen dann halt sich an die Couch gesetzt und hat Fernsehen geguckt. Ein paar Stunden und ist dann, ja? Wie alt ist das Kindermädchen? Ich würde sagen so 17, 16. Mann, Dena, was soll das? Das ist wichtig, wenn die schon ganz alt ist. Nee. Ich würde sagen, das Kindermädchen ist so 17 gewesen. Boah, jetzt habe ich Angst. Jetzt das auch. Wenn das in der Zeitung stand, was gruselig. Und dann, das Kindermädchen guckt halt Fernsehen und im Haus waren halt noch so Sachen. Die Eltern haben irgendwie auch so seltsame Sachen gesammelt. Die hatten so, ihr kennt ja diese Porzellanpuppen und so, ne? Diese gruseligen, diese, ihr kennt doch diese alten Leute, die so Porzellanpuppen sammeln und hatten die Eltern auch halt zu Hause. Das war so ein, halt so alles mögliche an Krimskrams. So, auf jeden Fall, das mit den Puppen kannte die schon und so, aber da war eine neue, nämlich so ein ziemlich großer Clown, der saß auf so einem Schaukelstuhl schräg von ihr so und die hat halt Fernsehen geguckt. Und die hat halt einfach Fernsehen geguckt, immer ab und zu mal zu dem Clown, weil er halt neu war, geguckt und hat dann gedacht so, boah, voll das gruselige Scheißteil. Aber hat dann gedacht, ach ja, wenn die Eltern so ein Hobby haben, so ein Scheiß zu sammeln, dann sollen die es machen. Hat dann halt Fernsehen geguckt und dann irgendwann ist sie mal zum Kind hochgegangen und war alles okay. Und dann wollte die irgendwann ins Bett gehen. Und das Bett war ja, also auf der Couch hätte gepennt, also im Wohnzimmer, da wo der Clown liegt. Hat dann aber sich unwohl gefühlt, weil dieser Clown halt einfach gruselig aussieht, wie diese Porzellanpuppen. Und dann hat die halt da mal bei den Eltern angerufen so, hey, und dann kam die auch durch, noch zweimal angerufen so, ich kann nicht vielleicht bei euch im Schlafzimmer schlafen, weil ich finde diesen Clown einfach so gruselig, ich fühle mich einfach beobachtet. Ich möchte auf der Couch nicht schlafen. Und dann haben die Eltern gefragt, welchen Clown meinst du? Und dann ist sie sofort hochgelaufen zum Kind und dann haben die Eltern gesagt, renn sofort weg und komm, geh aus dem Haus raus und so.
Und dann ist sie abgehauen, hinten durch, hat die Polizei angerufen. Mit dem Kind? Ja, mit dem Kind. Hat die Polizei angerufen und dann war das einfach ein Psychopath, der aus der Irrenanstalt ausgebrochen ist. Der saß im Clownskostüm die ganze Zeit da ganz still und hat nichts gemacht. Oh, Junge. Ja. Geiler Typ, Alter. Der saß einfach die ganze Zeit da so. Und war halt geschminkt wie ein Clown und hatte so ein Clownkostüm an, sah aus wie so eine Puppe. Hat sich nicht bewegt. Ist das geil? Und das war's. Ist nichts passiert, aber. Das ist schon wirklich ziemlich psycho. Jetzt habe ich meine Füße hochgenommen, weil vielleicht ist da unten ein Clown, der meine Füße anknabbert oder so. Zeig mal deine Puppe. Das ist nur Porzellan, Digga. Keine Sorge. Nein, du hast nicht zugehört, weil du am Handy warst. Siehst du? Aber diese ich kenne die Geschichte aber tatsächlich an. Was? Diese Wendung hätte ich echt nicht erwartet. Nicht? Nee, ich hätte echt gedacht, dass es so wäre, keine Ahnung, dass die vielleicht durchleben, das Kind isst oder so, aber. Wenn ich das mal einen Clown sitze, der lebendig ist. Alter. Ja, und das war. Ja. Du kannst ja auch gleich nochmal. Also, Tadel kennt die Geschichte nochmal ein bisschen anders. Vielleicht haben wir auch eine andere Geschichte gemeint. Auf jeden Fall, das war so eine kleine Gruselgeschichte. Wir sitzen hier im YouTuberhaus alle rum, haben was gegessen, haben uns hier die Kerzen angemacht in unserem Fake-Kamin, weil wir uns echt einfach nicht leisten können. Da müssen wir noch ein paar Millionen mehr YouTube-Money verdienen. Und das war so eine kleine Grußgeschichte, wo wir euch mal mitgenommen haben. Wenn es euch gefallen hat, ist auf jeden Fall eine Wertung da. Und wenn ihr Bock habt, auf Tadels Geschichte auch noch zu hören, dann werde ich die jetzt auch aufnehmen. Und dann könnt ihr diese Geschichte, könnt ihr dann beim nächsten Mal sehen. Tschö, Leute. Vorsicht, auf dem Boden sind ganz viele kleine, böse Clowns. Das ist auch ein einzelner Clown.